Die andere Sache im Privaten wäre zum Beispiel, dass wir endlich die Karenzregelungen so angehen, dass dieser Mindestteil, den Männer übernehmen, ein größerer wird, weil bei 8 von 10 Paaren geht tatsächlich der Vater gar nicht in Karenz. Und das, was Väter nicht in Karenz sind, das machen sie dann auch nachher weniger unbezahlte Arbeit. Beziehungsweise umgekehrt, diejenigen Väter, die mal in Karenz waren, die übernehmen dann auch sehr viel mehr unbezahlte Arbeit, weil sie einfach wissen, was braucht, damit ein Haushalt rennt und damit Kinderbetreuung rennt.